Hallo ihr Lieben, ich möchte mal was sagen. Man, ich sage ständig was. Ich kriege immer wieder so Nachrichten, was ist denn das hier für ein Scheiß? Und halt doch mal die Klappe, du alte Kuh. Da sind dann aber vier Rechtschreibfehler drin, ja. Also weiß ich, welch geistes Kind mir da schreibt. Bla 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 und überflüssig wie ein Kopf. Nee, finde ich nicht. Ich empfinde mich als Hofner und auch als jemand, der Truppenbetreuung macht irgendwie. Ja, das ist jetzt eine andere Form von Krieg. Wir ziehen jetzt im Moment alle an einen Strang gegen eine Krankheit, der wir im Moment nicht Herr werden und die auch viele noch nicht ernst nehmen. Die Todeszahlen sollten eine andere Sprache sprechen. Während der spanischen Grippe damals sind zwischen 20 und 40 Millionen Menschen gestorben. Ich sag's nur mal so, nicht, dass das jetzt sein muss, aber ja, wir wissen eben gar nicht, was los ist. Und ich weiß nicht, jetzt habe ich mal eine ernsthafte Frage an diese Leute. Seid ihr zu blöd, um weiter zu scrollen? Also wenn mir was auf Facebook nicht gefällt oder mich nicht interessiert, dann scroll ich einfach weiter. Seid ihr zu blöd dafür? Aber dann lasst doch wenigstens eure blöden Kommentare, denn es lohnt sich nicht mehr, ich werde jeden löschen. Sage ich euch ganz ehrlich, das halt, weil es sind ja gar keine kritikfähigen Sachen, sondern die sind einfach nur doof. Und die lösche ich. Und wenn es beleidigend wird, dann kommt ein bisschen mehr. Und ich habe das vor 2 Jahren auch schon mal durchgezogen, als ich schwerst beleidigt wurde. Die haben von meinem Anwälten gehört und das wurde sehr, sehr teuer für diese Leute. Also ich sag's nur mal. Aber die meisten freuen sich sehr und dafür danke ich, dass ich immer so nette Kommentare kriege und dass es eben hier wirklich sehr gesittet abläuft. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, und nun zur nächsten Geschichte. Die spielt in Deutschland. Man mag es ja kaum glauben. Ich drehte 1980 den Film Schwüle Tage. Es war eine Bavaria-Produktion. Regie führte Hajo Gies und mein Partner war weltberühmt, nämlich Daniel Gillin, ein Franzose. Und wir wohnten in Plön. Plön ist schön. Und drehten außerhalb auf einem Gutshof. Sehr nett. Diese ist eine Kaiserling-Novelle, die gedreht wurde. Und es spielte um 1900 rum. Dementsprechend waren auch die Kostüme natürlich. Die kamen aus dem großen Bavaria-Fundus, denn es war, wie gesagt, eine Bavaria-Produktion. Wir kamen also oben in Plön an. Nora Barner spielte noch mit. Hallo Nora, falls du es hörst. Fantastische Kollegin. Und ja, jetzt muss man sich vorstellen, eine urbayerische Crew, urbayerisch, und wir wurden in der Mittagspause von dem Gutshofpersonal bekocht. Und es gab am ersten Tag so eine Art Knödel mit einer braunen Soße, das war ja noch okay im Sinne des Bayerischen, und einen grünen Salat. Jetzt ist natürlich Essen in Teams immer extremst wichtig, vor allem bevor die Beleuchter, gut, die Jungs arbeiten auch wirklich schwer. Die brauchen natürlich eine gute Grundlage. So, mein Oberbeleuchter sticht also diesen Knödel an und sagt, du, der schaut zwar ab, nicht aus wie ein Bayerischer. Na gut, geben wir mal Chance, gell? Der erste Bissen mit der Soße sagt er, na, du, das ist die Nachspeise, das kannst du vergessen. Das ist ja süß, das Ganze ist ja süß. Was ist denn das für eine Soße? Da sagt die Köchin, das ist eine Pflaumensoße. Da sagt er, eine Pflaumensoße zu knödeln? Ja, um Gottes Willen, das kann ich nicht essen. Ich brauche Fleisch. Na gut. Dann probierte er den grünen Salat. Ja, Herrgott Sakrament. Sagt sie mal, habt ihr den Zucker mit dem Salz verwechselt? Der ist ja auch süß. Sagt sie, nee, bei uns ist der Salat so. Wir haben keins. Natürlich, wir machen den mit Zucker. Das kann ich nicht essen. Also schon am ersten Tag ein Riesenaufstand. Daraufhin kaufte sich die Beleuchtercrew von dem Gutshof ein Schweinderl, weil sie wollten dann einen Schweinsbraten haben. Und einer von den Beleuchtern hatte ursprünglich auch Metzger gelernt, hat gesagt, das macht mir nichts, ich schlachte das und dann machen wir ein Spanferkel. Gut, das Schwein bekam einen Namen, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, ich glaube Elvira oder so ähnlich. Und ja, und jeder, der nichts zu tun hatte, kümmerte sich um dieses Schweinchen. Also es wurde Tricks beigebracht, es wurde super gefüttert und alle liebten dieses Schwein. Und irgendwann kam also dieser bedrohliche Tag, ich glaube, es war das Bergfest, wo sie groß angekündigt hatten, es gibt jetzt Elvira der Spanfecke. Also die gesamte Frauencrew, alle stellten sich wie eine Mauer vor den Stall von Elvira und sagt, nur über unsere Leichen.
Und dann ja, beleuchtet, jetzt stellt es euch nicht so an und es ist Nutzvieh und das, bitte. Und immer mehr bröckelten ab. Und dann stand der Einzige dann vor diesem Schwein, der es schlachten konnte, hatte Tränen in den Augen und sagte, das kann ich nicht mehr, das geht nicht mehr. Ich nehme es mit. Elvira lebte dann noch, so habe ich gehört, ich glaube 20 Jahre auf seinem, der hatte eine Mühle im Niederbayerischen und starb an Altersschwäche. Von wegen Schweinsbraten. Inzwischen hatte die Küche sich aber auch einigermaßen auf den bayerischen Geschmack eingestellt. Selbst meine Mutter war angereist und hat eine Woche gekocht für die ganze Crew. War sehr lustig. Also Essen war immer ein Thema. So und ungefähr so nach 11 Tagen Dreh hatte ich 4 freie Tage und Daniel lud mich ein, in diesen 4 freien Tagen in sein Apartment nach Paris zu fahren. Das habe ich natürlich wahnsinnig gerne angenommen. Paris, mon amour. Und während ich im Flieger sitze, denke ich, ja, Sakrament, was juckt denn da an einer bestimmten Stelle so? Ja, was ist denn da los? Ich komme in Paris an, ich untersuche mich etwas näher und denke, mein Schwein pfeift. Ich habe sofort beim Team angerufen und habe gesagt, sag mal, jetzt sage ich mal den militärischen Begriff dafür, habt ihr alle Sackratten? Und dann fingen die schallend an zu lachen und sagen, du glaubst es nicht, ja. Ich sage, aber wie denn? Durch was denn? Ich hatte weder irgendeinen Kontakt, näheren Kontakt zu einem männlichen Mitglied oder sonst irgendwas. Wie bitte bekomme ich denn bitte Sackratten? Sprich Filzläuse. Daraufhin haben die gesagt, durch die Kostüme, Katharina, es tut uns wahnsinnig leid. Die Dinger waren original und ich glaube, die waren nie mehr gereinigt worden. Und ich habe mich dann erkundigt, Nissen, Filzlausnissen, halten 90 Jahre, geht's noch? Und wenn man die dann trägt durch die Körperwärme, brüten die aus. So, jetzt saß ich in Paris fest. Ich musste natürlich alles kochen, mit dem ich überhaupt in Verbindung gekommen war. Bettwäsche, alles, Handtücher, alles. Und dann bin ich in die Apotheke. So, früher gab's kein Google, früher gab's keine Cellphones, früher gab's das alles nicht. Das war 1980. Und ich saß da und jetzt bin ich in die Apotheke rein. Jetzt kommt Murphys Gesetz, ja. In dem Moment, wo ich in die Apotheke kam, strömten alle hinter mir her. Plötzlich war die Apotheke voll. Jetzt stellte ich mich vor diese Apothekerin, ich hatte keine Ahnung, bitte, was heißt Filzlaus. Und sagte, Je le petit bête, ici là. Die, pardon? Ich sage, ja, Gott, sacrament, sie wächst. Je le petit bête, ici là. Übersetzt, ich habe kleine Bestien. Dort, die wieder, pardon, je ne comprends pas, ich verstehe sie nicht. Daraufhin sagte einer hinter mir, sie hat, und dann kam offensichtlich das französische Wort für Filzlaus. Alle machten Abstand zu mir und die Verkäuferin schrie sich tot. Die sagte, le petit bête, hä? Kleine Bestien, okay. Aber ich bekam, was ich wollte, Jakutin. Dann kam ich zurück. Inzwischen konnte man ganz gut feststellen, wer mit wem ein Verhältnis hatte dann, welcher Schauspieler, weil es grassierte im Team. Die einzige, die davon verschont blieb, war Nora. Die bekam dafür Kopfläuse. Und zwar von einem Komparsen, einem Kind aus der Schule. Wunderbar. Und was noch alles bei dieser Produktion passierte, das kommt morgen. Tschüss, bleibt zu Hause.